Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Review Tutorial. Und zwar heute geht es um ein Premium Plugin. Ja, ich mache mal ein Premium Plugin. Hat es eigentlich ursprünglich nicht vor, aber keine Sorge, es werden Premium Plugins kommen nur äußerlich. Dazwischen kommen auch die ganz normalen Plugins. Das ist einfach nur als Zusatz gedacht. Und ja, ich weiß, ich habe schon länger wieder kein Video hochgeladen. Tut mir leid. Ich versuche es möglich ranzuhalten. Und ja, lassen wir uns loslegen. Komisches Deutsch, aber naja. So, heute mit dem Plugin Delivery Man. Delivery Man, ja, wie es der Name schon sagt, ist, wie man es von einigen Servern kennt oder hier auch schon im Bild sieht, eine Person, wo man sich bestimmte Items abholen kann nach einer bestimmten Zeit. Zum Beispiel einmal täglich möchte, kann man dort, ja, als Beispiel ein Reward bekommen. Zum Beispiel 5 Diamanten einmal täglich oder 10 Eisen. So, hier auf der Seite. Sind hier auch ein paar Sachen. Man kann mehrere Deliverymans haben. Man kann alles einstellen, also ihr könnt jedes Item, die Nachrichten, etc. So. Da haben wir hier, ja, so weiter und so weiter im Video. Die Commands haben /dm-GUI. Das heißt einfach, man öffnet ein GUI, damit wenn man nicht auf diesen Deliveryman rechtsklicken möchte, kann man es auch mit dem Kommando machen. Ihr könnt euch deswegen auch ein NPC erstellen, den dann dieses Kommando ausführen lassen. Als Ersatz würde auch gehen, wenn ihr Probleme habt mit dem Erstellen vom Plugin. /dm-help zeigt euch nochmal alles. Dann haben wir dm-create und den Namen vom Deliveryman. Dafür brauchen wir die Permission deliveryman.manage. Bei dm-remove entfernt ihr ihn mit dem Namen, mit dem ihr ihn erstellt habt. Dafür braucht ihr auch wieder deliveryman.manage. Und dm-reload lädt die Config neu und dafür braucht Deliveryman Reload. Für DM Help braucht ihr keine Permission. Und für /dm-GUI braucht ihr nur die Permission Deliveryman.GUI. So, Configuration zeige ich euch gleich. Ihr könnt dort auch Sounds, Materiallisten und so, ist ja alles aufgelistet. Hier haben wir ein Video im Spoiler. Und hier sind wir schon Requirements. Das heißt, was braucht ihr? Java 7 oder höher. Ist, glaube ich, mittlerweile normal. Holographic Display, Citizens und Buckets, Spygod, Paper Spygod. So, es gibt auch einen Testserver, wenn ihr euch das angucken wollt. Und ja, wenn ihr das gekauft habt, ladet ihr euch es einfach herunter, zieht es auf euren Desktop. Wir sehen ja auch schon, MySQL ist auch unterstützt. Und dann, ich stelle euch das Plugin jetzt in der 1.8 vor. Es geht aber auch mit der 1.9 oder der 1.7. Dort müsst ihr dann bloß auf die Sounds beziehungsweise Materiallisten aufpassen. Ihr könnt also, dass ihr kein 1.8-Item in der 1.7 benutzt. So, für die 1.8 habe ich mir die Citizens Version 2.0.16 ausgesucht. Ist für die 1.8 die beste Version gewählt. Und ja, einfach runterladen, ich werde es auch verlinken. Wenn ihr für die 1.9 oder 1.7, dann geht ihr einfach auf Files und ladet euch die passende herunter. Holographic Display braucht ihr auch. Für die 1.8 würde ich die Version 2.1.10 empfehlen. Funktioniert sehr gut mit 1.7, 1.6 und 1.8. Für die 1.9 ist auch schon eine neuere Version draußen. So, und die ladet ihr euch herunter. Die beiden Dateien zieht ihr auch auf euren Desktop. Habt ihr das gemacht, haben wir hier drei Dateien. Holographic Display, Citizens, Delivery Man und der Testserver. So, ich starte jetzt einmal kurz nochmal Minecraft. Schon mal als Vorlauf. So. 1.8 hatten wir gesagt. Und jetzt packen wir diese drei Plugins. Einmal in unseren Plugins-Ordner. Hier habe ich nichts drin. Okay, Minecraft ploppt kurz auf. Das tut mir jetzt einmal leid, dass sich Minecraft da so sehr penetrant in den Vordergrund setzt. Okay. Diese drei Dateien ziehen wir jetzt hier rein. Dann starten wir den Server einmal. Hier. Und der Startdatei. Hier sehen wir auch schon oben einmal YouTube-Tutorial. Das kommt daher, weil ich mit dieser Datei und diesem Server ein YouTube-Tutorial gemacht habe. Ich werde euch auch das nochmal verlinken. So, und hier sind wir schon Enabling Citizens 2.0.16 Snapshot. Und ja,
Es ist kein Wort, deswegen gab es einen kleinen Economy-Fehler. Ja, Holographic Display wurde installiert und der Delivery Man steht hier auch Matrix Started, Enabling Delivery Man und can't connect to MySQL Database using data.yml. Das ist einfach nur, damit speichert er eure Delivery Mans, wie es alles eingestellt wurde, und wenn er das nicht hat, dann speichert er das in der Datei. Und wir sehen schon Enabling Delivery Man Version 1.2.2. So, dann stoppen wir den erstmal und ich erkläre mir die Config. Plugins, dann gehen wir hier. Citizens und Holographic Displays braucht ihr für dieses Plugin nichts verändern, sondern wir gehen einfach nur hier in die Config. .yml. Und hier sehen wir jetzt schon den Delivery Man GUI. Hier haben wir den Title, also wenn ihr das Kommando benutzt, slash DM GUI, dann öffnet sich das Inventar mit diesem Namen oben. Und wie viele Slots das Inventar hat, in dem Fall 54. Man muss immer bedenken, bei dem Inventar wird nicht bei 1 angefangen, sondern bei 0. Das heißt, die erste Reihe ist 0 bis 8, danach kommt 9 bis 15 und so weiter. Hier haben wir das Kommando create delivery man. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Punkt in dem Namen benutzt, dann gibt es einen Fehler. Hier haben wir, wenn man schon einen Namen hat, also den gleichen versucht wiederzuerstellen, gibt es einen Fehler. Und wenn man, wenn es erfolgreich geklappt ist, dann gibt es auch eine Nachricht. Das geht hier weiter. Hier haben wir für Remove Command, für das Reload Command und hier haben wir Options. Diese Options Tab ist relativ wichtig, weil hier haben wir dann Close GUI on Click. Das ist einfach nur, wenn ihr ein Item dort anklickt, dann wird das Inventar geschlossen. Dann der Delivery Man Skin, das heißt, mit welchem Skin der Verkäufer haben soll. Das ist in dem Standard Zero-Log, lasse ich auch drinne. Dann den Name, der Name von ihm und die erste Linie und die zweite Linie. Da haben wir die MySQL, können wir anschalten, alles konfigurieren, wie wir es möchten. So, wenn wir ihn rechtsklicken, dann soll geguckt werden, was hier halt passiert. So, wenn hier auf False ist, dann kriegen wir keine Nachricht. Und wenn das auf True ist, dann würden wir eine Nachricht bekommen, wenn er Disabled ist. Das heißt, ihr könnt hier False einstellen und wenn ihr das habt, dann und diese Nachricht auf True, dann würdet ihr diese Nachricht bekommen, the delivery man is currently disabled. So, damit könnt ihr ihn abschalten. Delivery man join message, das heißt einfach nur, welche Nachricht man kriegt, wenn man auf den Server joint, dann spricht denn dieser Delivery Man an. Und das Dealer ist in dem Fall ein Ticks angeben, das heißt 100. Das heißt, nach 5 Sekunden spricht euch dieser Delivery Man einmal persönlich an. Jetzt kommen wir zu einem Tab. Ab hier wird es ein bisschen länger. Also das war eigentlich alles zum Einstellen. Hier haben wir die Prices. So, hier, diese 20, ich erkläre es einmal im ersten Beispiel, 20 ist, in welchem Slot es sein wird, sich befinden soll, das erste Item. Der Name, dann die Meter, brauchen wir nicht. Sound, habe ich schon gesagt, aber hier könnt ihr den Sound einstellen. Zum Beispiel, wenn man es bekommt, einen Successful Hit. Oder der Cooldown, Anvil, Land. So, Get Item, das ist diese Nachricht, kriegt man, wenn man das Item erfolgreich bekommen habt. Delivery Man, you get 2500 Dollar oder ATC, ist egal was. Und dann geht das so weiter. So, Permission für diesen Reward ist deliveryman.reward.1. Das heißt zum Beispiel, könnt ihr da ein VIP machen und setzt ihr VIP.reward.1. Und jeder, der diese Permission hat, kann das nutzen. Ansonsten hier, no permission, kommt der Ton, and the land und die Nachricht, you don't have the permission to get this reward. So, Item haben wir Storage Minecart. Könnt ihr auch alles andere, könnt ihr auch eine Barriere nehmen in 1.8 oder 1.9 oder was weiß ich. Cooldown für das Item auch wieder in Text 500. So, 500, ne, das ist in Sekunden, tut mir leid, Sekunden, 500 Sekunden. Dann haben wir Commands, also was dann gemacht wird, wenn man draufklickt, was ausgeführt wird. Und hier haben wir vom Server wird dieses Kommando ausgeführt, das ist vielleicht recht wichtig. Und zwar Echo bei ja, einem Economy Plugin GIF Player 2500. Hier haben wir die Item die Lore, der Cooldown Name, Cooldown Meter, also das heißt, wenn das Item auf Cooldown ist,
dann verändert sich, ja, das Item selbst, der Name kann geändert werden. Haben wir hier, ich mache mal als Beispiel und A, wenn er verfügbar ist, ist er grün, später, wenn er cooler ist, er rot. Und dann sehen wir auch hier, you already picked up the item, dann könnt ihr auch für das Cooldown-Item ein Lore setzen. Und wenn man dann trotzdem versucht, das Item zu kriegen und es auf Cooldown ist, dann wird einem diese Nachricht gesendet. So, das könnt ihr für jeden Slot im Inventar machen und immer ein spezielles Item anlegen. Das ist komplett euch überlassen. Und ja, das war's auch schon zur Config. Einfach und trotzdem sehr praktisch, kann man alles einstellen. So, dann startet ihr einmal das Plugin. Hier haben wir schon wieder Minecraft, was ich vorhin schon einmal gezeigt hatte. Was ich vorhin so freundlich in den Vordergrund gedrängt hat. So, jetzt muss ich aber kurz gucken. Okay. Citizens hat einmal kurz einen kleinen Fehler gehabt. Ich weiß auch wieso. Wir haben aus Versehen die 1.9 gestartet. Das war natürlich ein Fehler von meiner Seite. Kein Problem, starten wir die 1.8. Aber wir haben schon gerade gesehen, das Plugin funktioniert wunderbar in der 1.9. Jetzt haben wir 1.8 gestartet. Join auf den Server. Kriegen schon ein paar Nachrichten, Holographic Display, etc. Updates. Und jetzt sehen wir auch schon hier, Hello there, Herbie. Also mein Ingame-Namen. Check me if you want some rewards. So. Jetzt können wir /dm help machen. Jetzt sehen wir schon die Kommandos, die aktuelle Version erstmal, dann DM GUI, opens the GUI, die Liste, welche ihr überall habt, welche wie viele Deliverymans, DM Reload, um die Config nur zu laden, DM Create, um einen zu erstellen, Remove, um einen zu entfernen. Ich könnte jetzt /dm GUI machen und dann haben wir schon den Deliveryman. Und hier sehen wir jetzt schon die ganzen Rewards, Click to Loot. Und hier haben wir jetzt auch schon, wie ich es eingestellt habe, Reward 1 oben in grün. So. Da wir es aber natürlich hier einmal einen Shop mit dem richtigen Deliveryman haben wollen, öffnen wir es einmal und geben dann das folgende Kommando ein. /dm create. Und jetzt geben wir dem Deliveryman, sag ich mal, eine ID. Und die nenne ich mal in diesem Fall Test. Und jetzt haben wir schon ihn erstellt. Jetzt müssen wir einmal /dm, save und dann Test. Und damit wird er gespeichert. Jetzt machen wir das zu. Und wenn ihr ihn erstellt, guckt er automatisch auch in die Richtung, in die ihr guckt. Und jetzt sehen wir schon The Delivery Man Right Click. Das machen wir jetzt einmal. Und dann sehen wir auch hier The Delivery Man. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, schließt es sich. Wir kriegen die Nachricht: You get 2500 Dollar. You need to wait 500 seconds before claiming this reward again. Und es ist jetzt rot, wie ich gesagt hatte. Und der nächste Delivery ist in 8 Minuten und 20 Sekunden. Wenn ich jetzt wieder versuche raufzuklicken: You need to wait 500 seconds before claiming this reward again. Ja. Das war's an sich auch schon soweit. Das kann das Plugin alles. Es ist sehr praktisch, vor allen Dingen in der vollen Verfügbarkeit. Wir sehen hier auch weiter, ihr könnt auch hier überall Items erstellen. Haben wir jetzt zum Beispiel einmal einen Hopper, Reward 10 und dann haben wir einmal einen Hopper bekommen. Das können wir auch alle 20 Sekunden machen und jetzt sehen wir schon auch rot. Und ja, ich hoffe, euch hat das Plugin gefallen, auch wenn es ein Premium-Plugin war. Wenn ihr sowas braucht, unterstützt doch auch der Entwickler, der freut sich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Plugin-Review-Tutorial. Und wenn es euch gefallen hat, bitte lasst doch einen Daumen nach oben da. Hatet das Video nicht, wenn ihr keine Premium-Plugins mögt. Oder vielleicht feiert ihr auch Premium-Plugins und schlagt mir welche vor. Vielleicht kann ich die da auch machen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, bis dahin. Ciao.